Sieben Girls blind daten nach LGBTQ. Oh yeah, wir lieben es. Baby, heute haben wir... Bitte nicht, Digga. Erzähl mal die baddeste Sache aus deiner Jugend. Baddeste Sache. Oh nein, Digga. 2 Wochen im Jugendarrest. Oh nein, was ist das für eine Stimme? Es wird lustig. Es wird sehr lustig. Willkommen zurück in eurer Lieblingsshow. Heute mit einer ganz besonderen Folge. Denn Sängerin steht auf Frauen, ist Single, wundert mich nicht. Guck mal, ihr Calvin Klein Killer dann. Fee wird heute 7 Mädels blind date. Hinter diesem weißen Vorhang stehen 7 Mädels. Jeder ein anderes Outfit, jeder eine andere Persönlichkeit. Jede Runde fliegt eine raus. Und der Vorhang geht nach und nach weiter nach oben, denn am Ende bleibt nur eine übrig. Stell dich doch mal vor. Ich bin die Fee. Ich bin 25 Jahre alt. Sie ist ein Jahr älter als ich. Komme aus Wien, produziere Popmusik mit Kindern, bin Single, gay. Bisschen Popmusik mit Kindern? Wollen wir auch Popmusik machen? Ey, und ich habe mich tatsächlich mit 12 schon geoutet. Mit 12? Was ist schon ein Zeit? Wow, anyway. Ja, somehow yes. Ich weiß nicht. Und wie sieht so deine Traumfrau aus? Das Ding ist, ich war in einer sehr toxischen Beziehung. Mhm. Und würde ich mir halt einfach jemanden wünschen, der verständnisvoll ist. Ein bisschen locker ist. Ab heute machen wir auch englische Wörter, Bruder. Damit das so ein bisschen LGBTQ auf dich reinkommt. Weißt du, was ich meine? Ein bisschen LGBTQ. Ist ehrlich ist, der kommunizieren kann. Und so vom Typ her stehe ich eher so auf feminine Frauen. Aber schauen wir mal, was wird. Der einfach der rechte männlich als ich. 3, 2, 1. Damn, okay, was ist dein erster? Damn, Girl. Fresh. Ist nice. Ja, ist ganz cool. Kandidatin Nummer 2, was denkst du, macht sie? Bisschen Ponys reiten hier. Irgendwas. Sexually. Alternatives, glaube ich. Alternativ. Künstlerisches. Ja, was Künstlerisches, ja. Das ist voll gut. Dann ich meine Kandidatin 3, perfekt. Ich liebe die Schuhe, ich habe sie auch. Also ja, Bruder, das hat jeder Schwanz, Digga. Aber was ist da? Junge, Dunks. Kann man nichts falsch machen. Würdest du auch richtig gut zu Kandidatin 3 passen? Schon, oder? Irgendwie so der Vibe jetzt mal so. Ja, das wäre ganz cool. Irgendein ja. Paar, was dich gar nicht so anspricht? Ich meine, jetzt ist die Zebra-Hose noch ein bisschen so im Kontext. Aber ich denke mir vielleicht, wenn man das ganze Outfit sieht, könnte es sich ergeben. Könnte passen. Sinn macht. Ja, könnte passen. Mutig. Gewagt. Gewagt. Das kann was werden. Zur ersten Frage. Hast du eine? Ja, also meine erste Frage ist, wie würdet ihr euch in 3 Worten beschreiben? Das ist eine gute Frage. Oh, damn. Frage, okay. Ja. Kandidatin Nummer 1. Wild, süß und ambitioniert. Ja. Stimme war gut, so ein bisschen oder? Tief, so ein bisschen, ja, sexy, ja. Kandidatin 2. Empathisch, loyal und kreativ. Oh. Kreativ, da sehe ich mich. Ja, und auch sexy. Kreativ. Kandidatin. Oh, sexually. 3. Leidenschaftlich, ein bisschen crazy und auch sehr kreativ. Ich bin auch sehr crazy, Jungs. Ach, kreativ. Ja. Gut. Was machst du Kreatives? Ich bin viel am Zeichnen. Ah. Geil, wallah geil. Ehrlich geil. Ah, nice. Sehr cool. Bleiben? Ich glaube lieb. Wieder so ein geil. Ja, normal, Bruder, du weißt. Wir haben sogar frisch angefangen. Siehst du, 2 Minuten. Aufgedreht und... Kandidatin 6, wie würdest du dich beschreiben? Ich glaube eher extra... Oh nein, Testosteron, Digga. Introvertiert, kommunikativ. Oh nein, Digga, warum sagt der nichts? Hallo, Vollbild! Und auch ehrlich tatsächlich. Ja, super. Auch gut. Auch gut. Wie findest du die Stimme? So ein bisschen tiefer, ne? Ja, was tief. Sehen wir? Dankeschön. Jetzt sehen wir was. Aber mag ich. Ja? Ja, mag ich. Okay. Sehr sexy. Sehr sexy. Kandidatin 7, wie würdest du dich in 3 Wörtern bleiben? Lustig, abenteuerlich und süß. Und sehr crazy. Oh. Alles abenteuerlustig. Alles irgendwie sweet. Sehr sweet girls. Oh. Ja, du musst dich jetzt leider entscheiden. Und ich weiß, das ist schwierig, aber du musst. Bruder, was ist das? Ich würde mit dem mit Nazi-Schiffel da rausnehmen. Was ist das, Digga? Ein Kick, ich schläge, Digga. Eine von den 7 rauswählen. Du könntest auch noch eine Fastrunde haben, wenn du dir nicht selber sicher bist. Ja, eine Fastrunde wäre es noch. Mhm. Macht ihr Musik? Ja, ist vor allem eine Leidenschaft. I make pop in the joy, man. Aha. You know, I know. Ich singe unter der Dusche gerne. Unter der Dusche macht gar nichts, Digga. Das war jetzt Nummer 2, oder? Ja, I can relate. Also ich singe immer gerne im Auto. Auch gut. Mhm. Nein, leider nicht. Mhm. Okay. Ich singe auch nur unter der Dusche und in der Karaoke-Bar. Mhm. Oh, Karaoke-Bar. Das ist aber fun, doch. Ja? Ja. Machst du das? Okay, nice. Ich kann singen und Gitarre spielen. Und du kannst auch rappen, bitte. Tatsächlich. Ein Motherfucker. Nice, merken wir uns. Ja. Kandidatin 7. Ich singe gar nicht.
7 raus. Ha. Gar nicht. Mhm. Also, ja. Also ich würde sagen, Nummer. Was singt der unter der Dusche? Er rappt Haftbefehl. 06, 06, 9, roh. Sie macht Adlibs bei UFO. Wisst Bescheid. Yeah. 4 und Nummer 7. Ja, ich fürchte leider. Fürchte. Das ist so schwierig. Das ist der also ich fürchte leider Nummer 4. Fürchte. Nummer 4 muss raus. Nummer 4 ja, raus. Okay. Sehr sexually. Dann Kandidatin Nummer 4. Du kannst ja vorkommen. 06, 06, 9, ho. Jetzt bin ich gespannt. Oh, hallo, hi. Einfach Alien-Gesicht. Ich liebe das Top. Danke. Voll das coole Make-up. Make-up extrem cool, auch Haare cool. Das sieht richtig Chris, cool. Der hat kürzere Haare als du. Gut aus. Super. Sehr sexually. Ja, cool, dann danke, dass du da warst. Danke, ciao. Einmal vorne, genau, Alter. Nein, Tomb Raider in Weiß-Edition. Voll die geilen kurzen Haare. Ja, das richtig. Ist, ist gar nicht geil. Kurze Haare? Ich find's mega cool, aber es ist halt jetzt nicht so mein Typ, wo ich mir so das vorstellen kann. Ja, genau. Not sexually. Ja. Nächste Runde. Die haben, die, guck mal, die letzten beiden haben breitere Hosen als diese not skinny Bracke, das normale Bracke. So. Bist du bereit? Ich glaube schon. 3, 2, 1. Oh damn. Oh damn, girl. Jetzt macht die Zebrahose mehr Sinn. Ja, die ja, weil sie so eine Schlaghose ist. Das macht schon mehr Sinn. Auf sehr sexy. Auf jeden Fall. Boah, aber cool. Du würdest 3 nehmen, okay. Safe, sage safe. Ich sag nichts mehr. Bei einem habe ich hot gesagt, ich wurde direkt in den Arsch gesteckt. Cool auch irgendwie. Ich finde die vierten Schuhe auch richtig nice. Jetzt. Was das, Bruder? Einfach so Soldatending, Digga. Jetzt. Gell, jetzt wo man sie sieht, dass sie höher sind. Ja, ja. Ich liebe die Hose. Also die letzten beiden ist schon hart, ne? Alle hässlich bis jetzt. Von vorletzter Kandidatin. Ja? Ach, super. Nummer 5. Ja, so. Wie heißt denn das? So eine Ballonhose, oder? Ja, so eine. Ballon-Pullen-Bär-Hose. Das ist Jogginghose, oder? Ja, voll. Nice. Also, na, sehr sexy. Ringe sieht man auch. Na, Ringe, guck mal, ich sagte Accessoires. Bei Frauen, nicht bei denen, nicht bei Frauen. Die auf Männer stehen. Uff. Stimmt. Oder kennt ihr diese Beine-Dinger so? Guck mal, ich bin nicht beinfertig, ne? Aber wenn die hier so ein Dings haben, so ein Schmuck. Hier so. Immer so. Gib mir, zeig mir deinen Fuß. Was? Zeig mir deinen Fuß. Wollt ihr mal alle eure Hände zeigen? Wollt ihr alle haben? Haben alle kurze. 5 und 6 sind solche, die posten Bilder vor Spiegel, wo man alles sieht und sagen, my body, mein Chua, Digga. Ja. Iconic. I swear. Super. Sehr sexually. Mhm, ja. Auch fast alle Ringe. Alle Ringe, ja. Ich hab das letztens bei der Freundin gesehen, die hatte komplett lange Nägel, außer die 2. Ja, habe ich auch schon gesehen. Ich hab halt lange Nägel, aber ja. Mein Gott. Sehr creepy. Das repräsentiert mein Sex. Represent sexy. Sexy Emote. Das wollen wir ändern. Ja. Ich habe eine Frage vorbereitet. Und zwar, ich stehe auf Frauen, also ich bin lesbisch. Ja, okay, boah, sehr geil. 12 Jahren geoutet. Boah, sehr vorbildlich, ja. Ich steck das in meinen Arsch. Sofort. So krass einfach. Ja. Boah, sehr krass. Mama, Papa, das ist meine Sexualität. Ja. Ich stehe auf Frauen. Ich stehe nicht auf. Wir bleiben normal. Weil ich habe zuerst meinen Freundinnen auf der Klassenreise gesagt. Ja, 6. Klasse geoutet. Manche bringen Einsen aus, sagt einfach Lehrerin, I'm lesbisch. I'm LGBTQ. Weißt du? Sagt und ja. My body, my choice. Don't touch my body. Gut eigentlich. Ich hatte Urangst, weil das Ding ist, ich habe halt immer die wilden Hühner und die Liebe angeschaut. Ich muss ein bisschen Kamera gerade machen. Und da gibt es ja dieses eine lesbische Mädchen, die will und die dann ausgegrenzt wird. Genau, und darum hatte ich immer so Angst, meinen Freundinnen zu erzählen, weil ich dachte, sie werden so reagieren. Aber sie haben urgut reagiert und ich war so glücklich am nächsten Tag. Ich bin auch sehr glücklich. Ja, warte, guck mal, wie süß die ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Ja, ich wünschte, ich hätte es genauso früh rausgefunden. Ja, ich weiß. Ja. Naja, das war später als nie. Okay. Ja. Also ich wünsche das nicht. Also ich stehe auf Frauen. Nach die Frage, habt ihr Erfahrungen mit Frauen oder mit Männern oder welche Sexualität oder wie schaut's aus? Okay. Kandidatin Nummer 1. Also ich weiß, dass ich mich in beides verliebt. Und okay, bisschen bi. Schadet nie. Ich bin schon sehr oft in eine Frau verliebt, aber bis jetzt ist meistens nichts draus geworden, weil ich sehr schüchtern bin. Ist aber süß. Ja, vielleicht. Was kann ich jetzt? Kann ja noch werden. Ja. Kandidatin Nummer 2. Also, ich würde mich als Bi bezeichnen. Ein Bi schadet nie!
Bei Männern bin ich ziemlich selbstbewusst und das Witzige ist, bei Frauen werde ich dann immer ziemlich schüchtern. Bei Frauen ein bisschen schüchtern, ich muss andersrum sein. Mit 6 habe ich draußen Mädchen geärgert. Ja, habe ich auch gemacht. Oh Gott, da habe ich letztens ein TikTok-Video zugesehen. Irgendjemand meinte auch so, irgendwie bei Männern bin ich der absolute Klärer, ich kläre sie alle und bei Frauen auf einmal so, oh mein Gott, das habe ich auch schon. Oh mein Gott, sexually. Ich an. Ja, to be honest. To be okay. Honest. Okay, Kandidatin Nummer 3. Ich bin da genau Ihrer Meinung, leider nur ein bisschen, also genau im Gegenteil. Also ich bin eher bei Frauen dominanter und bei Männern eher ein bisschen schüchterner. Ja. Aber oh yeah, sie ist der Mann in der Beziehung bei den Frauen. Interessant, sie ist dominanter. Suchst du jemanden, der dominanter ist, ein bisschen ja. Ist oder auf deiner Ebene? Ja, auf my choice. Ja. Dominant ist nicht schlecht, also ich mag das auch so. Wenn dominant ist sexy. So confident sind. Okay. Confidence, genau, tut mir leid. Okay, das finde ich cool. Okay, cool. Nummer 4. Also ich stehe nur Frauen und das schon seit, keine Ahnung, seit ich denken kann. Ich meine Verwirrtheit mit 16 oder in der Pubertät habe ich definitiv gehabt, aber ich stehe nur Frauen. Da sehe ich mich. Ich sag's dir, ich finde das so attraktiv, wenn eine Frau so voll auf Frauen steht. Ja. Boah, geil, Alter, sexfully. Ich kann es mir einfach perfekt vorstellen, wie sie sich jedes Mal dachte so, nee, ich stehe auf Frauen, Frauen, Frauen. Dann irgendwie so eine kurze, verwirrte Phase mit 16 so, vielleicht doch Männer. Ja. Oh nein, doch nicht, auf gar keinen Fall. Ich kann das kann's auch richtig verstehen. I mean, wie kann man nicht auf Frauen stehen? Ja, period. Period. Frauen sind Kopfschmerzen, Digga. Kandidatin 5? Ja, mein Name ist Farid Bang. Ich würde meinen, es liegt dann eher an der Person. Ich label mich da leider nicht so genau. Aber wenn es passt, dann passt es halt. Ja. Ich bin ein Fuck Girl. Stimmt. Kann man auch nichts gegen sagen. Nein, nee, überhaupt nicht. Nee. Kandidatin 6? Also ich kann mir tatsächlich was mit beiden vorstellen, aber bei Frauen bin ich eher schüchterner. Süß. Würdest du den ersten Schritt machen? Ich bin auch eher schüchterner, aber... Soll ich euch mal was sagen? Jetzt mal Spaß beiseite. Das wird mir nie lieben, glaube ich. Ich bin eigentlich gegenüber Frauen, ne? Also nicht so dieses auf der Straße sagen, ey, wie viel Uhr ist es und so, dies, das oder sagen, ey, so, ne? Ich würde meinen Kollegen zu mir sagen, ey, klär diese Frauen, ich könnte das gar nicht machen. Ich bin so schüchtern bei so etwas. Boah, das geht bei mir gar nicht. Ich würde mich lieber auf diese Flasche setzen, anstatt das zu machen. Okay, das ist jetzt übertrieben, aber damit ihr wisst, was Sache ist. Ich sehe es kommen, einfach zwei Lesbien. Ja. Ich bin schüchtern. Mir ist das halt schon so oft passiert einfach. Ist nicht so leicht, aber... Voll sweet, Digga. Ah, es ist so ein Zusammenspiel, I guess. Ich meine, I guess. Ja, perfekt. Ja. Vielleicht findest du die große Liebe. Ich hoffe, ja. I guess. Gar nicht so unrealistisch. Ja, eben. Really. Die Frage ist, wer davon ist es? Ja, das ist echt schwierig, weil die waren alle gute Antworten. Ja, alles sweet irgendwie. Ja, sagt dir irgendwas, also findest du die Stimme irgendwie? Sehr cringe. Von irgendjemandem besonders attraktiv? Nummer 5. Nummer 5? Tiefe Stimme. Also, yeah. Ja, ja. I'm a Ripper. Ja. Ja, das hat was. Nummer 2 ist genau das Gegenteil, die ist eher so süß. Ja, aber ist auch cool. Also Nummer 2 ist irgendwie so mysterious, das interessiert mich irgendwie. Was Mystery Box. Ja. Ja. Ich überlege gerade, Nummer 1, ich kenne dich nicht, oder? Vielleicht. Oh, really? Ich glaube, ich weiß. Ja, ich glaube, ich weiß. Aha. Okay, so klein. So sweet. Klein ist die Szene halt. Ja. Wieso gibt's Lesben, die auf männliche Frauen stehen, mit Muskeln, kurze Haare und so? Ich weiß es nicht, Bruder. Frage, woher kennt ihr euch? Woher kennen wir uns? Längere Geschichte, also eigentlich ursprünglich über Bumble, I guess. Ah, ihr habt mal gedatet? Ja, nein, das Ding ist... Wir haben uns gematcht. Wir wollten uns treffen. Genau, dann hat sie mir geschrieben, ich sie geghostet, weil ich damals noch so an meiner Ex-Freundin gehangen bin, weil das war so ein Monat, nachdem ich meine Ex verlassen hat. Und dann habe ich ihr irgendwann wieder geschrieben und jetzt... Ja, letzten Samstag. Ja, letzten Samstag waren wir... Ja, aber es ist ja jetzt richtig unangenehm. Willst du sie rauswerfen? Ja, das ist... Ein bisschen creepy. Das ist immer unangenehm jetzt. Wie weit seid ihr denn schon gegangen? Wo ist mein Alba? Gut. Schwierig. Ja, das ist echt schwer. Mädels, kurze Quick-Runde. Habt ihr schon mal jemanden betrogen? Nein, das habe ich noch nie gemacht. Wenn auf gar keinen Fall. Das, guck mal, das geht gar nicht, jetzt auf Ernst. Dann habe ich mich sofort entschieden. Also du hast dich betrogen und dann hast du... Dann, wenn es 2 war, habe ich eine Entscheidung getroffen. Also du hast schon mal betrogen, aber dann halt direkt sich dem Ganzen hingegeben. Okay. Sagen wir vielleicht. Okay.
Nummer zwei, echt spannend bei Lesbien. Ja, das nehmen wir jetzt auch so hin. Also, ich bin... Vielleicht kommt ja gleich noch ein Tomb Raider-Charakter aus, ich will's wissen. Ja. FS Satz, wenn Geld da ist, ist gerade da. Er meint, wenn Geld da ist, ist Frau immer da. Und noch jung und naiv und meinen ersten Freund habe ich betrogen. Und ja, das geht gar nicht. Ihm das aber auch direkt gestanden und... Ja! Aber ich meine, gut, 16 ist noch sehr jung. Ja. Trotzdem ist man alt genug und kann man klar denken. Verzeihen wir. Ja. Nummer 3. Ich habe tatsächlich noch nie betrogen. Ja? Ja. Das, also 3 ist was... Sehr creepy. Das mögen sehr wir. Sexually. Kandidatin 4, hast du schon mal betrogen? Nein, ich habe nie betrogen und ich finde es auch absolut scheiße. Sehr gut. Ja. Sehr scheiße. Kandidatin 5. Hast du schon mal betrogen? Betrogen? Also ich habe einige Dings gefickt, ist normal bei mir. Habe ich jetzt nicht, aber wenn ich dann gemerkt habe, dass Interesse für eine andere Person... Warum lügst du jetzt? ...stand, dann habe ich mich für die zweite entschieden, leider. Okay. Das klingt aber ja. So casual. Das klingt, als würdest du es immer so machen. Ja? Ja. Kandidatin 6, hast du schon mal betrogen? Nein, ich habe noch nie betrogen. Das klang sehr klar und gut. Ja, und das kam auch... Was labert die? So sofort. Ja. Ja. Mein Gott, da hast du ja schon so ein Wechselbad der Gefühle, ne? Ja. Nummer 5, singt und spielt Gitarre. Das. Hüpft aber gerne von Girl zu Girl. This is Justin Bieber. Ich hab doch gesagt, ist fuck girl. Mein Gott. Ja. Ja, ein Fuckboy akzeptiert dir aber. Ein Fuckgirl müsst ihr auch akzeptieren. Ist halt so, ja. Okay, du musst dich jetzt für eine entscheiden. Okay. Das ist so hart. Es ist so hart. Stell dich da vor und lass deinen Körper entscheiden. Das hat bei Mike funktioniert. Wirklich? Mhm. Ach, es ist so... Es... This is crazy. Ich muss... Also, es tut mir im Herzen weh. Aber du weißt, wer? Ja. Okay, wer? Die 1? Oh nein. Oh nein! Okay. Mhm. Ja, verstehe ich. Ja. Also nicht, verstehe ich nicht, ist deine Entscheidung, ich habe da nichts zu tun. Okay. Ich würde euch alle drin lassen. Ja, es tut mir so... Was eine Lüge, warum lügst du? Du Wuff! Wuff, Wuff, Wuff! Tut mir so leid, ihr seid sicher alle mega cool für Nummer 3. Es tut mir so leid. Okay. Hä? Kandidat Nummer 3. Hä, es hat doch gesagt, die ist voll süß. Du kannst ja vorkommen. Oh mein Gott, I'm scared. This is crazy. Drama there, Bill. Woo! Hallo! Schön, dass du da warst. Ja, danke schön. So cool, es tut mir so leid. Ich habe kein Problem. Aber richtig sweet bist du. Ja, danke. So sweet, man. Dankeschön. Vielleicht connecte ich euch einfach nochmal auf Instagram. Ja, fix. Genau, so machen wir das. Tauschen wir aus. Perfekt. Sehr gut. Schön, dass du da warst. Danke. Ja, smash, ehrlich. Denke nicht. Ach, süß. Voll sweet. Schön blonden Haare. Richtig schön. I wish meine Haare wären so. I wish. Du musst jetzt I wish schon a Merry Christmas. Doch jemanden rauswählen. Du musst noch mal eine Quickfrage fragen. Okay, noch einmal eine Quickfrage. Ich will fragen, wollt ihr einmal Kinder haben? Wie wollen die Kinder machen? Antworte mir das mal. Ich weiß, irgendein Ich zum Beispiel, ich muss in dieses Dings. Dann kommt dann erstmal 2.0 raus. Will ich das? Nein, will ich nicht. Mein zukünftiger Sohn wird einen Dachschaden bekommen. Er wird sagen, Bruder, wo bin ich hier gelandet? Wer ist mein richtiger Vater? Er würde mich abstechen kommen. Und wenn ja, wie? Ja, genau. Okay. Also ich liebe Kinder. Ich hätte voll gerne Kinder. Ich würde auch Kinder adoptieren. Süß. Ja, muss ja auch. Wie denn sonst? So sweet. Ja, würdest du adoptieren? Ich würde auch adoptieren. Also ich würde gerne, ich würde einerseits gerne ein Kind bekommen. Ja, wie sollt ihr sonst ein Kind bekommen? Wie sollt ihr ein Kind bekommen? Wie? Ohne Adoption. Wie soll das gehen? Wie? So sweet, Adoption. Oh mein, wie? Aber ich würde auch liebend gerne ein Kind adoptieren. Ja. Ein Mädel aus meiner Band wurde adoptiert. Außer ich bin mit 11 Monaten. Und ja, ich finde das wunderschön. Oh, das ist echt süß. So sweet. Okay, Kandidatin Nummer 2. Wie stehst du zu Kindern? Ja, ich will auf jeden Fall Kinder. Und im Notfall auch alleine. Ja. Ich auch. Ja. Das ist es. That's the spirit. So sweet, man. Alone in the jungle. Das ist doch einfach mal eine gute Antwort. Ja. Das weiß ich jetzt nicht. Das lieben wir. Lieben wir. Das finden wir super. Kandidatin Nummer 3, wie stehst du zu Kindern? Ich will auch Kinder, egal ob adoptiert oder eigentlich. Wie willst du sonst ein Kind haben? Junge, hab ich irgendetwas vergessen? Seit wann können 2 Frauen Kinder machen? Hallo, bin ich gerade behindert? Ja, aber trotzdem ist das auch so wie Adoption in meinen Augen. Meine Kinder, je nachdem, was sie halt einfach ergibt, können auch mehrere sein. Auch sehr gut. Einfach ein Kindergartenbruder. Die machen es wieder schwer. Es ist wirklich schwierig. Kandidatin 4. Ich will keine Kinder haben. Ich will einfach nur rumficken.
Ja, ich würde sagen, wie sich's entwickelt. Ich dachte eigentlich immer, ich werde die reiche Single-Tante. Ohne nichts, aber ja, mag Kinder. Same girl. Süß. Ihr könnt auch beide die reichen Single-Tanten werden, dann irgendwann in eurer super riesen Menschen so 17 Kinder adoptieren, wie ja. Angelina Jolie. Ja. Ja, ja, warum nicht? Warum nicht, Bruder? Kandidatin 5? Ich mag Kinder, aber ich weiß noch nicht. Ich will aber keine Kinder. Ist ja auch noch Zeit. Aber du möchtest keine Kinder? Doch, du möchtest ich Kinder? Möchte am liebsten sofort. Ich liebe Kinder. Bitte nicht! Kinder. Über alles. Also, wäre das ein Kriterium? Leider. Das ist creepy. Wir müssen halt leider so aus. Ja. Und sie hatte auch dreckige Schuhe. Ja, das ist dann auch ein wichtiger Punkt. Aber wetten Sie, ist urcool. Ja, ich weiß. Sehr creepy. Naja, Kandidatin Nummer 5, komm bitte hervor. Oh nein! Reebok Classic in the Fantastic. Oh, sie ist nicht sicher richtig cool. Oh, sie ist richtig süß. Und komm gut nach Hause. Dankeschön. Sie geht einfach, sie hat keinen Bock. Danke. Die war süß. Sweet. Weil die coole Hose. Richtig cool, ja. Das einzige nervig bei den Hosen ist die rascheln. Ja, machen wir so. Ja. Ist auch halt der Stoff, ne? Was soll man machen? Ja. Smash, sagst du? Für mich war die nicht Smash. Oh nein, Digga, was geht bei denen ab? Damn. Also auf gar keinen Fall Damn, Digga. Gar keines von denen Damn. Wow. Nummer 2 macht jetzt Sinn. Ja, Nummer 2 macht jetzt absolut Sinn. Die Hose nämlich, die eben... Nummer 3 so läsch, ne? 4 auch, 1 auch, 2 auch. Alle weg. Oben so... Was? Geschenkdinge. Nein, Bruder, gar niemals, okay. Ja, und dann das Crop-Top, aber das... Bruder, was ist viel? Was ist viel? Was ist viel? Sie ist Drogentickerin. Ich lieb's. Welches Outfit findest du am besten? Gerade Nummer 2. Echt? Ja. Krass. Ja, also Nummer 2 sieht auch, wenn man ehrlich sagen muss, auch am besten von den allen aus. Glaubst du, macht Nummer 1? Ich weiß es. Oh. Ja. Na gut. Voll lustig, hahaha. Ha, ha. Kandidatin 3? Sie ist sweet irgendwie. Und Kandidatin 4? Ja, das ist... Das ist zu hart, Digga. Crazy. Mehr als crazy. Ich lieb's. Nein! Nicht. Was? Also, ich lieb's. Natürlich. Ich liebe es, wenn Frauen mich antanzen, ich liebe es. Aber die kennt ihr das Lied? Bauchtasche, es hat was. Na, auf gar keinen Fall etwas. Auch gut. Schon, oder? Ich find's richtig gut, ja. Okay, du hast eine Frage? Ja, ich habe eine Frage vorbereitet. Jetzt wird's ein bisschen spicy. Spicy, sehr Hot Chip Basis. Sexy. Und zwar, ist euch in der Beziehung wichtig und worauf steht ihr so? Was könnt ihr antworten, Bruder? Keine Ahnung. Jetzt bin ich mal gespannt. Also mir ist Sex auf jeden Fall wichtig. Ich bin sehr kreativ und ich stehe darauf, viel zu experimentieren. Auch mit vielleicht ein bisschen so Essen dekorieren oder so. Was? Essen dekorieren? Essen dekorieren? Auf dem Körper? Ja, genau. Bitte nicht, Digga. Schlag's dann auf Körper. Das ist haram, Digga. Leck Eier. Wie bei Sex in the City, so Sushi über den ganzen Körper. Oder Schokolade. Nix. Oh, mit Essen spielt man nicht. Merkt euch das. Ne. Ne, will ich auch nicht. Es wird Zeit. Es wird Zeit für ein Duell. Ja, also ich bin auch sehr offen für alles eigentlich und sehr, mag sehr ausgefallen. Also, ja. Kandidatin Nummer 2, worauf stehst du im Bett? Also ich stehe auf Leidenschaft. Alles! Einfach generell. So, wenn der Vibe passt, dann kann man viel Spaß miteinander haben. Sie ist es auch für mich. Ja. Ja. Leidenschaft ist auch einfach ein gutes Stichwort. Ja. Wort, okay. Ah. Kandidatin Nummer 3, worauf stehst du im Bett? Also mir ist Sex auch sehr wichtig in der Beziehung. Aber ich muss die angreift. Ich würde aber sagen, dass es, wenn die ganze Beziehung sonst nicht funktioniert und das geil ist, dann ist das auch eher für nix. Ja. Ja, sweet. Sehr sweet. Und Kandidatin? Sehr sexually. 4? Ich muss jetzt leider ein bisschen dezent antworten. Also ich bin der Mann in der Beziehung, ich fick jeden Tag. Meine Mutter das sieht, aber ich würde meinen... Sex, safe, wichtig, aber jedem seins und auf was ich stehe, ist tatsächlich, wenn man... Ich stehe auf alles! Eiswürfelchen so ein bisschen spielt. Oh nein, Digga. Spielt. Das müsste ich dazu erwähnen. Ja, I like. Gut. Ich habe gerade darüber nachgedacht, wie ich denken würde, wenn meine Mutter auch wüsste, dass ich diese Frage beantworten müsste. Wie unangenehm. Ja. Also ich kann es vollkommen verstehen. Weißt du, was mir passiert ist? Also meine Mutter wird mich aus der Wohnung rausschmeißen, 100%. Mein Vater ist mal reingekommen, als ich gerade jemanden geleckt habe. Oh nein!
Boah, voll geil, Digga. Sehr vorbildlich. Sehr sweet. Ah, unangenehm, sage ich dir. Nein, sehr sweet, Digga. Und dein Vater dann so, ach, so macht ihr das. Ja, und am nächsten Morgen, ich so zum Frühstückstisch. Guten Morgen. Also, guten Morgen. Guten Morgen, ich bin sehr salzig im Mund. Morgen. Worauf stehst du denn im Bett? Also ich stehe auch, also ich mag, eigentlich fand ich die Antwort von Nummer 2 sehr relatable. Also alles von Blümchen ist wirklich viel experimentieren und würgen und alles mag ich alles. Mhm. Und ja. In der Dusche? Oder in der Badewanne? Ja, soll ich... Da gab es doch mal so eine Szene mit so einem großen YouTuber. Der war eventuell auch schon mal in diesem Format. Who knows? Da ist ein Sachen passiert in der Badewanne, die wollt ihr gar nicht wissen. Anyway, sehr wichtig. Das lassen wir auch so stehen jetzt, besser, glaube ich. Das lassen wir stehen. Lasst euch einfach mal eure Gedanken kreisen. Vielleicht langsam manchmal besser. Bläh. Mit wem das sein könnte. So, du musst jetzt eine von den Vieren raus. Nimm mal 4 raus, was das ja. Ich kann das nicht. Das ist so schwer. Okay, sag mir, wen du denn liebsten. Okay, es tut mir so, so, so leid. Nummer 1, es tut mir so leid. Ich würde 4 raus, Digga. Was für 1? Nicht so schlecht. Aber sie hat echt gut bei mir, weil ich sie einfach damals geghostet habe. Und weil sie mich einfach zu ihren Freunden mitgenommen hatte. Das war einfach mega sweet. Oh Gott, es wird jetzt richtig unangenehm. Ja, ich kann sowas gar nicht. Ich auch. Okay, egal. So leid. Kandidatin 1, du kannst ja vorkommen. Hey. Oh mein Gott, wir sind nicht umarmt, Digga. Als ob die schon mal Sessions hatten. Du kannst auch. Danke, dass du da warst. Also, danke auch. Ja. Nein, die Schere, genau, Schere. Das war ab heute Schere. Ja, schwierig. Schwierige Hose. Aber voll die Süße. Richtig. Voll die Hübsche. Richtig die Hübsche, richtig die Süße. Papier. Naja. Vielleicht war es die falsche Entscheidung. Vielleicht. Nicht. Okay, nächste Runde. Bruder, nimm den 3. raus. Ja, was ist das, Bruder? Breitheitsshows. Ich muss noch eine rauswählen. Semifinale. Worauf stehst du denn? Stehst du eher so auf Good Girls oder auf Bad Girls? Bad Girls. Eher auf Good Girls, aber Bad Girls haben halt auch irgendwas Magisches an sich. Auf Fuck Boys. Mhm. Darum würde ich einfach mal gerne wissen, ob ihr so Bad Girl oder Good Girl seid. Good girl in the streets, bad girl in the sheets. Ah, ja, ja, das ist sie. Du bist jetzt schon verliebt. Ja. Okay, Kandidatin 2. Ich wusste, dass irgend so eine komische sowas antworten würde. Ne? Ich bin good girl, aber im Bett bin ich bad girl. Halt's Maul, bist du nicht. Du bist ein Wuff. Ich würde sagen, ich schaue vielleicht ein bisschen wie ein bad girl aus, aber ich habe ein gutes Herz. Oh. Okay. Oh. Boah, jetzt würde mich interessieren, aber wie sie ausschaut. Ja, ich auch, will es auch wissen. Und Kandidatin 3? Boah, ich würde sagen, eine gute Mischung von beidem. Aber ich bin mehr Batman. Boah, ich glaube, es geht eher in die Bad-Richtung. Richtung. Okay, warum? Richtung. Warum Bad? Ich hatte eine wilde Jugend, sagen wir es mal so. Sehr geil, ich bin sehr jung, brutal gut aussehen. Nimm mal die baddeste Sache aus deiner Jugend. Boah, das kann ich nicht, es tut mir so leid. Okay, fein. Dann muss es schlimm gewesen sein. Ja. Eine von den 3 musst du jetzt raus. Ich hab 3. Ich will 3 endlich sehen, Mann. Nimm 3 raus. Das muss sein. Ich glaube, das wird nix. Wie gut, dass du es ihr sagen kannst. Okay, es tut mir so leid. Komm. Aber irgendwie... Mich mach es. Die Hysterie tu es. Irgendwie noch mehr interessieren. Los. 3, es tut mir so leid. Wuff. Dankeschön. Okay, dann Nummer 3. Du kannst ja vorkommen. Oh mein Gott. Schau, es ist ein Junge. Hi. Kann ich kennenzulernen? Ja. Yeah. Aha. Was wird dich dieses? Black and Yellow, Black and Yellow, Black and Yellow. Story. Was? Die Story, dass ich gemacht habe. Ja, die will ich wissen. Ich habe damals mal ein Auto geklaut. Und da war ich etwas jünger. Und da steckte der Schlüssel drin, habe ich einfach eingestiegen. Ich glaube, das ist ein Junge, ne? Oder war mal ein Junge. Ich schwör's dir auf alles, bitte. Guck dir mal bitte genauer an. Dumm und jung. Und du wurdest erwischt? Ich hab's zugegeben, selber. Ach krass. Selber das ist ein Junge. War ein Junge, tut mir leid. Ist jetzt ein Bad Girl geworden. Das ging nicht so. Und was passiert? Was machen, so Zeitstunden oder so? Ich war 2 Wochen im Jugendarrest. Auch einfach ein Knasti. Alter. Ehrlich. Nein, mein Spaß.
Also. Hä, aber wenn da ein Schlüssel steckt, ist das nicht auf... Aber guck mal, ihr Körper ist wie ein Junge. Irgendwie... Außer jetzt die Brüste, vielleicht sind die auch so operiert. Dummheit auf eigene Gefahr. Mir ist ja, das mal schon passiert. Ja, das ist Dummheit auf eigene Gefahr. Ja. Ich habe meinen Schlüssel gesucht, bin drauf gekommen. Er ist die ganze Zeit einfach gesteckt und ich war einfach stundenlang weg. Aber danke trotzdem, gell? Danke, ciao. Ciao. Okay. Hey, ich finde 2 Wochen Jugendknast dafür übertrieben viel. Ja, für schon. Ein Auto, wo sie sich selber noch das zugibt. Gell? Nein. Gell? Ja. Okay, Finale. Du hast Finale, oh. Dir noch 2 übrig. Du musst jetzt dich von einem den beiden... Stopp, sie nimmt die erste. ...verabschieden. Du hast jetzt schon ein Favorite, oder? Aber ich weiß es nicht. Okay, nochmal eine finale Frage. Ich nehme Red Bull. Easy, warst auch jung, Knass? Alhamdulillah nicht, Digga. Okay, wie sieht eure Traumfrau aus? Kandidatin Nummer 1? Also ich habe nicht wirklich eine Präferenz. Haarfarbe, Augenfarbe ist mir eigentlich, weil ich schaue eher auf ein hübsches Lächeln und... Sehr sweet. Body. Cute. Ja, danke schön. Auf so eine Antwort habe ich gewartet. Und Kandidatin Nummer 2, wie sieht deine Traumfrau aus? Kann ich jetzt Celebrity Crush sagen? Oder? Was ist Celebrity Crush? Ja, ja. Also ich glaube so... Angelina Jolie. Boah, also Bruder, die ist schon schmackhaft, ne? Favorite, ganz oberflächlich gesehen. Aber die ist hübsch, Bruder. Ja. Auch cool. Das stimmt auch. Okay, du musst dich jetzt auch von einem von den beiden verabschieden. Beziehungsweise du musst eine Gewinnerin küren. Ich glaube, ich weiß es aber. Ich glaube, ich weiß es auch. Wer? Du hast ja seit 3 Runden einen Favoriten. Also eins hat gewonnen, glaube ich. Mein Gott. Dann Kandidatin Nummer 2. Du bist leider raus. Du kannst kaufen. Ich glaube, das ist eine falsche Entscheidung. Das ist einmal Soldatenschule. Hi! Hallo! Oh nein! Justin Bieber! Einfach Boyfriend-Zeit. Guck mal jetzt. Ich will the Boyfriend, never let you go. And I'm the baby, never let you go. Guck jetzt. Schön, dass du da bist. And I'm the Boyfriend, never let you go. And I'm the baby, never let you go. Hat sie gefallen hier? Ja, war lustig. Justin Bieber! Ja, cool. Kannst du irgendwas zu ihr sagen? Ist sie nett? Ist sie cool? Nette Fun. Okay. I like to be where we go. Ciao. Ciao. Okay, dann deine Gewinne. Oh mein Gott, I'm so excited. Oh nein, I'm sex free. Gut. Oh Gott. Sie ist artsy, sie ist cute. Sie ist so perfekt, glaube ich. Ja. Das hättest du am Anfang gar nicht gedacht. Ja, nur die Schuhe, da war ich noch unsicher. Okay. Ich wusste, da kommt noch was. Jetzt bin ich gespannt. Ja. Genau. Ich hab das gespürt. Okay, dann die Gewinnerin. Du kannst jetzt hervorkommen. Oh. Hallo. Hi. Freut mich. Ach, wie süß. Ja, die ist... Also, für mich wäre das jetzt nichts. Ihr geht jetzt auf ein Date? Ja. Oder ihr tauscht auf jeden Fall mal Nummern aus? Ja. Also ich werde auf jeden Fall... Ey, verbitte ihn nicht, Digga. Machen wir. Okay. Dann kommt zusammen. Geht in die Ferne. Oh nein! In den Untergang. Wie süß. Ist nicht süß! Ich bin auch einfach Amor.